So und willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines, unserer Season 8 zur Folge Nummer 6 und heute auch mal wieder mit einem anderen Aufnahmeprogramm und auch geänderten Eigenschaften in den Optionen. Ja, heute X-Split, gucken ob das besser läuft, ich hoffe mal und dass auch die Performance besser ist. Bitte stürze dich direkt ab, Spiel, hallo. Hier leben auch noch andere Leute von dem Spiel, wie ich. Ich hätte gerne eine Aufnahme. Auf jeden Fall derzeit im Game haben wir FPS von angeblich 4. Ich sehe 0. Ne, okay, es bewegt sich aber langsam. Ich hatte in den Kommentaren schon ich weiß nicht wie viele das waren. Wir hatten in der letzten Zeit eine spannende Diskussion darüber. In den Kommentaren zu den letzten Videos. Und dass es bei mir zwei Engpässe gibt, einmal die Systemauslastung, also RAM und CPU und dann einmal VRAM, also Grafikkarten, Speicher und das bewahrheitet sich glaube ich auch immer und immer weiter, dass das so ist. Wir brauchen hier hinten mal eine Police. 12.000, ja dann machen wir doch hier erstmal das rein. Oder mal gucken was hier ist. Dann müssen wir mal Krankheit gucken. Ihr sagtet, wenn man da drauf geht, sieht man auch, was die haben. Is because of ground pollution, remove pollution building nearby. What? Was war das jetzt? Okay, also die Gebäude verursachen derzeit viel zu viel Schmutz. Oder wir sollen halt für Krankenmaßnahmen was aufbauen. Das können wir noch gerne weiter machen. Müssen wir halt mal schauen, was hier wirklich hilft oder nicht hilft. Vielleicht sollten wir auch einen ganz großen, ja, ein großes Krankenhaus mal irgendwie bauen können. Versuchen zu bauen. Oder das Spiel hängt gerade, weil es speichert. Also, ja, derzeit nichts falsch gemacht. Oder so. Hallo, Spiel. Nicht, dass das Spiel jetzt während des Speicherns schon hängen bleibt. Wir nichts mehr machen können. Nee, okay, es läuft gerade. So, es ist Nacht. Wir haben hier... Not enough buyer for product. Yay. Wir haben immer noch ganz schön viel Tote. Und wir haben immer noch ganz schön viel not enough buyer for objects. Gut, das heißt also, wir können ein bisschen Commercial bauen. Oder wir müssen Commercial bauen. Damit wir hier das Thema schaffen. Was haben wir denn so an Commercials dafür? Wir haben hier hinten so ein bisschen was angefangen. Oh, da sehe ich gerade so einen Tower, der mir gefällt. 100.000. Okay, Shopping Center. Nur 30.000. Aber dafür ist es ziemlich groß. Also, holy shit. Not enough money. So, dann setzen wir das jetzt einfach dazwischen. 150. Und wir sollten nochmal Schulen ausbauen, wenn wir Geld haben. Ganz kräftig ausbauen. So, was sagt jetzt hier die Industrie? Die sagt immer noch dasselbe. Ja. Okay, also wir brauchen noch mehr Zonen mit Gewerben. Dann setzen wir hier vorne halt erstmal ja, eine Gewerbezone ein und hier fährt ganz schön viel Verkehr durch.
Cool, dass sie immer stoppen. Wir machen hier mal Kreuzung. Zack. Ja. Das sollte wohl auch erstmal gut sein, wenn wir die dann durchfahren lassen, wenn sie dürfen. Genau, so viel Rückstau ist das ja nicht, was wir hier dadurch kriegen haben. Ja, derzeit noch haben. Ich hoffe, es halt auch mit der Zeit legen wird. Jetzt sehen wir die Straße. Zack. Okay, das heißt also, wir haben etwas für Commercial getan. Müssen wir aber trotzdem noch, weil wir einfach nicht genügend haben. Und dann wollen sie immer noch Industrie. Industrie erzeugen wir dann künstlich durch reine IT bzw. durch Bürogebäude. Das wäre ja so die bleibende Idee. Dass man dann hier halt sagt, oh ja, wir gucken hier erstmal nochmal nach weiteren Objekten, die man hier noch hinsetzen kann. Wie ist das ein Hotel? Ja, scheinbar. Hatten wir eigentlich dieses hier gebaut? Nein, ne? Soll das Ding kosten 150.000. Ja, 50.000 alleine nur das Gebäude. Alter, was ist denn an den Gebäuden bitte so teuer? Heilig. So, okay. Wir gehen dann einfach zu dem Punkt zurück, dass wir hier gucken. Was jetzt hier interessant sein kann, ist, das Gebäude haben wir. Was ist das denn hier? Nee, das passt irgendwie nicht so da rein. Aquatower. Wir könnten... Wir haben doch garantiert hier irgendwo... So, nee, das ist das nicht. War das hier drunter? Ja, hier drunter sind die Sachen. Hier kann man nämlich das ein Kraftwerk aufbauen. Beziehungsweise eine Lagerlogistik. Und damit hat man dann so ein bisschen was erledigt. Das wäre auch eine coole Sache. Also jetzt auch beispielsweise für das Busdepot oder sowas. Kann man das ganz gut machen. Dann sagt man halt in irgendeinem Gebiet so, ja, das ist jetzt Bus oder sowas. Und dann setzt man die einfach da. Beispielsweise könnte man dann hier diesen inneren Bereich einfach ausbauen zu irgendeinem Busdepot oder sowas. Das haben wir ja eh noch nicht. Dann nutzt man das halt irgendwie. 30.000. Haben wir auch noch was nicht so viel kostet. Hallo? So, dann haben wir da halt die Straße erstmal rein und dann können wir hier unten ein Gebäude auf die Ecke setzen. Oder halt zwei. Wo drin sind denn die Unterschiede? Okay. Man sollte nicht raus tippen. Also das ist eher hier was für die gerade Strecke scheinbar. Oh, die
kosten beide schon ganz schön viel. Das sollte man vielleicht vorher betrachten. So, das heißt, wir warten jetzt nochmal kurz ab, bis wir das nötige Kleingeld haben. Und dann bauen wir einfach Building 2. Und dann schieben wir die halt alle in ihre Position, wo sie hin sollen. Das eine ist niedriger. Okay. Das erklärt es dann natürlich. Hatten wir hier? Ne, da hinten hatten wir die Haltestelle, ne? Dann können wir hier vorne... Wo ist die Straßenbahn? Da. Dann können wir jetzt hier vorne auch einfach eine hinsetzen. Dann fahren die Leute nämlich direkt nur bis zu den Gebäuden. Und dann halt von dort aus zurück. Oh, hier hinten ist ein Toter. Oh. Scheinbar brauchen die des Öfteren hier mal Besuch. So, 40.000 haben wir. Nee, das wollte ich nicht schließen. Building Level 1. Ja, wie, was? Vehicle-Anschlüsse habt ihr doch hier. Verarscht mich nicht. Ja, komm. Komm. 50.000. So, easy. Und jetzt schieben wir die natürlich dann noch so ein bisschen anders hin. Dass das halt irgendwie... sieht. Wie beispielsweise so oder so ähnlich. Na, dann kann man jetzt hier auch noch sagen, ja, ich hätte jetzt hier gerne einen Fußweg. Achso, safe gerade. So, bis da hinten und dann hier vorne noch ein. Genau, dann leuchtet das auch etwas. Okay. Ach so, ja, ist okay. Ja, wir bauen hier noch mehr. Ich versuche es auf jeden Fall mal. Auf jeden Fall irgendwie was, was jetzt nicht unbedingt damit was zu tun hat. Wir machen es einfach mal einfach. Wir setzen da jetzt einfach mal so ein bisschen Gewerbe drum. Ja, das stört ja nicht so wirklich. Und so schlecht ist Gewerbe jetzt auch nicht. Ja, das können wir dann beispielsweise auf dem Level lassen. Was so ein bisschen europäisch gehender aussieht, können wir hier auch beispielsweise lassen. Oder versuchen zu halten. Weil so ein bisschen wollen wir doch schon in die Richtung gehen, dass wir hier halt auch alles haben. Ja, Park. Da müsste man jetzt gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwie mal hier so einen Parkplatz oder sowas haben. Der hier auch reinpasst. Von der Größe. Passt irgendwie nicht so ganz da rein. Wartet mal. War denn der jetzt? Das waren die hier, ne? Ja, wir ziehen hier auf jeden Fall erstmal nochmal die Straße. Länger, dann passt da halt noch ein bisschen was rein. Oder nicht? Thank you.
Genau. Und dann beispielsweise den noch und dann falsch. Sowas hier und dann hat man das Ganze ja hier auch. Dann braucht man sich nicht um alles dauerhaft kümmern. Dann hat man das halt hier irgendwie. Wenn wir denn jetzt mal nach Concrete suchen. Okay, das ging ziemlich schnell. Ich suche jetzt eigentlich nur diese hier. Dann kann man das hier irgendwie auch zumachen. Und dann sieht das auch schon ein bisschen einheitlicher aus hier von Parks oder sowas. Jetzt wollen da halt auch ein paar Leute mehr hin. Crime is too high. Ja. Ist jetzt ja nicht so das, was ich will. Mit der Kriminalität. Aber wissen wir scheinbar wohl durch. Haben wir nicht hier irgendwas? Wir haben doch garantiert was europäisch aussehendes hier all an Objekten, oder? Garantiert. Wenn nicht, würde ich mir echt Gedanken machen. Hatten wir hier nicht das? Dann können wir hier noch einen Rewe ergänzen. Dann haben wir nämlich das hier. Dann haben wir hier auch schon fast einen mega Komplex an Markt oder so. Ja, irgendwie schafft man das garantiert hier, das ein bisschen was zu machen. Interessant würde ich es eher finden, wenn wir hier noch so ein paar europäische Gebäude hätten, die man hier setzen kann. Ich mache die Leiste jetzt nicht down, weil sonst wahrscheinlich das halbe Menü weg ist. Ja, hier ist alles amerikanisch. Oder größtenteils amerikanisch. Das bringt auch nichts. Ja, da hilft also nur noch Suchen nach Euro. Und dann hier halt so ein bisschen dafür zu setzen. Was wir halt hier haben. Wir haben ganz schön viel eigentlich an Objekten. Also wenn man das so sieht. So, das war jetzt nur das. Okay, das heißt, bei Objekten, die sich eigenständig hochziehen, müssen wir darauf achten, dass wir das wieder umstellen, weil sonst ja, wie wir alle schon wissen, dass alles wieder kaputt ist und wir neu anfangen dürfen. So, darf man auch nicht vergessen, sonst stehe ich wieder da. Hatten wir nicht noch eine Corner oder sowas? Ja. Einfach. Ja, was hat er hier? Hat er auch gleich eins? Oh nee. Okay, das heißt also, hier ziehen wir jetzt dann so weiter die Ecken hoch. Wie, was haben? 180.000 haben wir, Heiliger. Bim bam. Und hier hinten, das sieht auch gar nicht so schlimm aus. Das ist alles noch easy hier. Ja, ich baue hier hinten auch mein Krematorium mit ein.
Wenn wir doch irgendwie viel zu viele Totenhalte sind. Genau, da hatten wir ein großes Krankenhaus. Das ist okay. So, aber hier hinten müssen wir halt nochmal gucken, dass wir vielleicht hier einfach das Zoning entfernen. Und dann halt nochmal europäische Gebäude dahinsetzen. Ich reiße jetzt erstmal nur die rechten hier ab. Oder lass sie abhauen. Ist zwar schön, aber bringen tut uns das gerade nicht wirklich was. Und weil wir dann hier einfach bessere Gebäude haben, um die hier zu platzieren, sage ich mir halt drauf gesessen. Ich mache das jetzt einfach. Wieso sind dann alle Gebäude nach links immer ausgerichtet? Hier gerne eins mit einer Ecke nach innen. Genau, in die andere Seite nach innen. Safe, dann machen wir nur Rico. Falsch rum. Haben wir das schon mal gesetzt? Nein. Dann machen wir das jetzt hier und drehen das. Zack. Was haben wir hier noch? Irgendwas Breiteres? Ja. Haben wir halt das Ganze so und dann setzen wir hier zwischen... einen Weg hin. Dann können die Leute halt dazwischen durchlaufen, wie sie wollen. Dann haben wir das auch so ein wenig. Ja, es nimmt langsam Gestalt an. Also es ist zwar noch nicht das Schönste von allem, was wir jetzt hier gesehen haben. Da ist ein Toter und hier stauen sich irgendwie LKWs. Und Krankenwagen. Das ist irgendwie blöd. Und die wollen halt alle immer hier hin. Wir sollten, bevor wir diese Folge beenden, wir moven den mal nach hinten. Und dann gibt es hier sowas, das nennt man, glaube ich, so Einführungen oder wie auch immer man das jetzt hier nennen will. Gibt es hier auch noch was Schmaleres? Schmal mit zwei Spuren in eine Richtung? Nein. Schade. Okay, hier ist eine Haltestelle. Die müssen wir dann auch mal verschieben. Dann machen wir das einfach so. Und dann machen wir den so. Das sieht so und das sieht alles scheiße aus. Aber... nein. Wir ziehen den einfach hier einen Tucken raus und dann haben wir das Ganze auch. Ja. Und dann hier wieder dasselbe, bevor wir uns hier Kürre machen. Vielleicht zieht man das dann ja hier nochmal nach vorne, um halt diesen Ausfahrtswinkel nochmal zu ändern. Sollte jetzt hier hoffentlich die Hälfte da lang fahren. Dann schieben wir das und das einfach nochmal ein paar Klicks nach unten.
Oh. Sieht komisch aus. Dann machen wir das hier hoch. Dann setzen wir den auch nochmal 2 hoch. Das und das. Und dann haben wir das eigentlich. Betonung eigentlich. So. Und die Haltestelle hat sich jetzt auch bewegt. Wartet. Dann löschen wir das einmal und dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Wie wir machen wollen. Lässt er uns da dann 1 machen? Naja, nicht ganz, aber dann machen wir da halt so jetzt eine kleine versetzte Ecke rein und wir setzen das, glaube ich, echt runter. Egal, was denn hier vorne die Dings sagt. Da ist das halt so ein bisschen krumm und schief. Ja, aber das hält noch alles sich jetzt hier in Grenzen. Auch das mit dem kommenden Verkehr ist halt jetzt was ganz anderes als das, was wir vorher hatten. Ich glaube, den haben wir verpackt. Ich habe den jetzt einfach mal gelöscht. Weil ich mir denke, wenn, wird er sich entweder bewegen oder nicht. Und ich glaube, in dem Fall bewegt er sich nicht. Weil, ja, kaputt, verpackt. Was weiß ich. Dann hat man das halt. Hieraus könnte man jetzt noch die Straße erweitern für oder hinter dem Rewe und dann noch ein paar Häuser hier hinbauen. Oder wir lassen das einfach so, wie wir das jetzt hier haben. Ich schiebe das einfach mal so ein paar Blöcke nach unten. So. Dann wird mal nur ein Objekt. So ein bisschen nach unten. Ja. Auf jeden Fall tut sich hier was. Das drehen wir einfach mal. Damit einfach die Polizei auch dahin kommt. Ja, da ist so Tote. Wo ist ein Tod her, eine Tote? Ja, wo machen wir denn jetzt mal sowas hin? Ich glaube, wir müssen hier auf der anderen Seite halt mal anfangen auszubauen, damit wir hier auch mal was Bildliches haben, sehen. Wo beispielsweise jetzt Friedhöfe sind, keine sind. Wo man einfach sagt, ja, dann baut man da halt einen hin oder so. Halt auch nicht. In dem Fall bauen wir einfach mal einen jetzt hier rein. Gut, der hält natürlich nicht. So. Zack. Ja, Wasser ist jetzt wieder das Thema. Jetzt. Zack. Ja, Strom, ich weiß, du hast es auch hier nicht. No electricity, ja, das schaffen wir auch noch. Eine Querverbindung und der Strom ist da. Genau, jetzt haben wir hier nämlich auch keine Probleme mehr mit den Values, die hier in den Gebieten waren. Sind und dann müssen wir uns einfach mal in der nächsten Folge darauf konzentrieren, dass wir hier halt nochmal ein bisschen was ausbauen.
auch mal sehen, jo, wo sind jetzt unsere Engpässe, wo kann man vielleicht noch was machen. Vielleicht sagen wir, ja, wir bauen einfach vorne nochmal um und dann sollten wir uns um diese Gebiete hier hinten kümmern. Ja, da sollten wir vielleicht nochmal diese Krankheitsbeförderung ausbauen und hier eine größere Straße einziehen. Das sind Themen für die nächste Folge. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Hard rein. Bis dann und ciao.